Eine Bastion, auf Koreanisch, Chi, genannt, war ein nach außen ragendes Bauwerk von einer Festungsmauer, die dazu bestimmt war, herannahende Feinde anzugreifen von der Seite. Chi bezieht sich auf eine Wand, die in einer bestimmten Entfernung hervorsteht. In der Festung HWA Sung gibt es 10 Chis, um die Burg zu schützen und den Feind anzugreifen, der sich den Stadtmauern nähert. Der Name Chi kommt vom chinesischen Schriftzeichen für Fasan, denn Fasane können sich gut verstecken und gucken. Chi bedeutet ursprünglich einen Fasan, da er sich gut versteckt und gut herausschauen kann. Deshalb folgte es dem Namen und heißt Chi Sung. Die Festung HWA Sung verfügt über insgesamt 10 Bastionen. Und ihre Form variiert je nach Gelände leicht. Diese Form der Bastion findet man in Burgen auf der ganzen Welt. Die Bastion von Suwon HWA Sung ist von einzigartiger Schönheit. Die Ostbastion 1, erbaut zwischen dem Ostgarde-Pavillon 1 und die östliche Artilleriebastion, ist nach der nordöstlichen Bastion die zweitgrößte. Die Ostbastion 1 befand sich auf flachem Gelände. Deshalb wurde der Maßstab groß gemacht, um einen Blick auf die Umgebung zu ermöglichen. Diese Bastion stürzte einst im 20. Jahrhundert ein und wurde 1979 wieder aufgebaut. Die Ostbastion 1 befand sich zwischen Dongpolu und Dongilpolu. Es wurde entwickelt, um das Gebiet um die Ostbastion 1 zu überwachen und zu verteidigen. Es wurde so gebaut, dass es sich hinter der Mauer der Ostbastion 1 verstecken und angreifen kann. In der Festung Suwon Vaseong wurden 10 Bastionen errichtet. Die Ostbastion 1 war Weltraum, wo sowohl Angriff als auch Verteidigung durchgeführt werden konnten. Es war ein Gebäude, das die Sicherheit der Festung Suwon Vaseong garantierte. Und es muss viele Soldaten gegeben haben, die die Festung Suwon Vaseong beschützten. Das einzigartige Merkmal der Festung Suwon HWA Sung war es, auch in normalen Zeiten den Krieg vorzubereiten. Der Zweck von Suwon HWA Sung sollte den provisorischen HWA Sung Palast sicher schützen, wo sich König Jung-Yo vorübergehend aufhielt, aber auch nach seiner Pensionierung König Jung-Yo wollte für Sicherheit sorgen. HWA Sung temporärer Palast für langfristige Wohnzwecke.